Herzlich willkommen alle Säbelrassler, Plöcke-Zerteiler und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht's um Beat Saber und wie modde ich das Ganze auf dem PC. Es gibt mehrere Varianten dafür, ich habe mir eine ausgewählt und die funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Das Ganze funktioniert mit Steam oder mit Oculus. Also schaut es euch an, wir sehen uns auf meinem PC. Ja, und schon sind wir auf meinem Desktop. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo haben wir überhaupt Beat Saber? Also das heißt, ihr müsst Beat Saber definitiv gekauft haben. Und das könnt ihr entweder über Steam machen oder über den Oculus Store. Beide Varianten funktionieren gleich. Und das Einzige, was sich tatsächlich unterscheidet, ist, wie ich downgrade. Ja, warum downgraden? Ganz einfach, weil nicht alle Mods mit der aktuellen Version kompatibel sind. Und wo wir wissen, dass die meisten Mods damit getestet und funktionieren, ist momentan die Version 1.2.9.1. Und wie man das Ganze dann downgradet, das zeige ich euch jetzt. Also, wenn ihr das Ganze über Steam habt, geht ihr in Steam rein. Geht in eure Bibliothek, wählt euch das Spiel Beat Saber, geht dort dann auf die Eigenschaften und auf den Punkt Betas. Dort könnt ihr dann bei den Betas auswählen die Legacy-Version 1.29.1. Die wählt ihr einfach aus, schließt das Fenster wieder. Und schon beginnt der Download. Während da jetzt der Download läuft, zeige ich euch noch gerade, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr Oculus habt. Dafür startet ihr eure Oculus App. Geht dort dann auf Beat Saber im Store. Scrollt ganz nach unten bzw. drückt noch auf mehr und geht dann ganz nach unten. So, dort haben wir den Punkt Version und Versionshinweise und das ist die aktuelle Version, die jetzt zur Verfügung steht. Wir würden dann auch hingehen und würden diese downloaden. Also auch dort die Legacy 1.29.1. So, wenn der Download-Prozess dann fertig ist, dann ist es ganz wichtig, dass ihr Beat Saber danach einmal kurz startet und kurz reingeht. In beiden Varianten, ob es jetzt Steam ist oder über den Oculus Store, völlig egal. Einmal Beat Saber starten und kurz reingehen. Danach könnt ihr das Ganze dann direkt auch wieder zumachen. So, die beiden Links habe ich euch auch nochmal bei mir in die Beschreibung gepackt. Und zwar, das sind dann die beiden Programme, die wir brauchen. Wobei wir oder beziehungsweise ich immer gerne mit dem BS Manager arbeite. Der BS Manager hat den Mod-Assistenten mit drin. Der BS Manager ist aber so eine, ja, ich sag mal, von der Bedienung her ist er sehr, sehr komfortabel. Warum habe ich beide Tools downgeloadet? Das hat was damit zu tun, da ich ab und zu mal die Versionen hin und her wechsle und sobald einmal gemoddet ist, werden bestimmte Sachen installiert. Und zwar die BSI PRA und die muss vor dem Downgrade einmal deinstalliert werden. Und das könnt ihr über den Mod-Assistenten machen. Deswegen habe ich beide Versionen. So, auf den Seiten. Die habe ich mir oben schon mal in den Explorer reingeholt, beziehungsweise in den Browser reingeholt. Welchen Browser ihr nutzt, ist egal. Die ganzen liegen auf GitHub. Und beim BS Manager habt ihr dann immer die aktuellste Version, wenn ihr über Releases geht, oben stehen. Und da wählt ihr dann einfach die Exe und ladet die runter und installiert die dann. Genauso verhält sich das mit dem Mod-Assistenten. Da ist es auch so, den Mod-Assistenten einfach bei Releases auf GitHub gehen und dort dann die aktuellste
Version herunterladen. Das habe ich natürlich schon gemacht und habe auch beide bei mir schon liegen. Das heißt, wenn ich hier jetzt in den Ordner reingehe, habe ich dort meinen Link für den BS-Manager und dort den Link für den Mod-Assistenten. Ich gucke mal gerade, wie weit mein Download ist. Okay, er hat die Version 1.29.1 schon heruntergeladen. Deswegen kann ich jetzt den BS-Manager einmal starten. Der prüft jetzt nochmal selbstständig, ob er selber Updates hat. Und ganz, ganz wichtig, wenn wir später Custom Songs per One-Click von BeatSaver einfach herunterladen wollen, dann müssen wir zuerst in die Einstellung gehen und hier die One-Click-Option aktivieren. Das macht das Ganze einfacher. Ihr könnt dann noch die Sprache auswählen. Ihr könnt sagen, wo das Ganze installiert ist, beziehungsweise das macht ihr schon vorher. Und ob ihr immer gefragt werden wollt, womit ihr arbeitet. Ich könnte jetzt theoretisch auf Steam stellen, weil ich nur Steam habe und Beat Saber nicht über den Oculus Store, aber das macht keinen, spielt keinen Unterschied. So, dann gehe ich mal in meine Version rein. Dort bin ich dann auf der Startseite, kann das Spiel jetzt zum Beispiel einmal mal gerade starten. Das mache ich mit dieser Funktion. Was verbindet sich dahinter? Und zwar dadurch wird meine Maus und Tastatur in Beat Saber aktiviert. Und deswegen brauche ich nicht extra die Brille aufzusetzen, um das Ganze dann einmal zu starten und zu beenden. Deswegen starte ich das Ganze jetzt. Es dauert jetzt bei mir ein bisschen, weil der PC, auf dem wir das hier machen, ist nicht der schnellste. So, wir sehen ganz normal Beat Saber. Nichts gemoddet, nichts da. Ich kann hier jetzt auf Solo gehen, habe die normalen Alben da und das war's. Damit habe ich das jetzt einmal gestartet, dann kann ich auch schon wieder raus. Das machen wir wieder aus. Und jetzt kann ich das Ganze modden. Das mache ich mit dem BS-Manager sehr, sehr bequem. Und zwar, ich klicke einfach auf Mods, dann werden mir alle aktuellen Mods runtergeladen. Auch die, die ich unbedingt dafür brauche, die werden mir dann schon angehakt. Und zwar die Core-Mods. Dann habe ich hier noch Kosmetik, Gameplay und so weiter und so fort. Ein paar einzelne Utilities und Bibliotheken, die dann dabei sind. Also hier kann man frei anklicken, was man dann haben will. Aber ich will erstmal nur die Core-Mods drin haben, also die, die ich überhaupt brauche. Und deswegen sage ich das einfach installieren und aktualisieren. Und jetzt rennt er direkt schon los und installiert das Ganze. Es geht auch sehr, sehr schnell. Und damit ist er schon fertig. Also das heißt, hier sehe ich jetzt auch schön, welche Sachen installiert sind. Und wir können jetzt eigentlich direkt mal testen, ob das Modden schon geklappt hat. Dafür aktiviere ich wieder, dass ich das mit der Maus und Tastatur gucken kann. Gehe jetzt einmal wieder auf Start. Er startet wieder mein Beat Saber. Und wir sind gespannt, ob das Ganze funktioniert. Aber ich kann schon so viel verraten, ich bin sehr optimistisch. Ja, es hat funktioniert. Er hat bei mir jetzt 77 Songs schon geladen. Ich habe jetzt hier meine Mods und meine Playliste. Und wie man sieht, More Songs habe ich. Dort kann ich jetzt über Beat Saver Sachen herunterladen. Aber es ist noch nicht bequem. Und um das dann Ganze bequem zu kriegen, dafür installiere ich jetzt noch ein paar Mods. Welche Mods ihr installiert, müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Also die Core-Mods funktionieren halt mit der Version ohne Probleme. Ihr könnt jetzt noch solche Sachen wie, ich könnte jetzt einen Model-Downloader, dass ich dann andere Models dazu hole. Wenn man jetzt mal hier guckt, gehen wir gerade auf Herunterladen. Da haben wir hier so Models, die wir dazu holen können. Das Ganze gilt auch für Säbel, das Ganze gilt für Plattformen. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Also ihr habt dann eine ganze Menge Sachen, die ihr machen könnt. Aber ihr müsst natürlich immer gucken, ob die Mods dann tatsächlich miteinander kompatibel sind. Also das heißt, wenn euer Game crasht danach, müsst ihr einfach hingehen und wieder Mods deinstallieren. Und zwar so lange, bis es nicht mehr crasht. Also es ist ein bisschen Try-and-Error-Prinzip. Ihr könnt natürlich bei den einzelnen Mod-Herstellern auch immer nachlesen. Die sind meistens auf GitHub dann vertreten.
was für Kompatibilitätssachen dort gegeben sind. Also zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, hier, Kosmetik ist mir erstmal egal. Wir nehmen Leaderboard, ist mir auch noch egal. Headcore. Was nehmen wir dann? Multiplayer, Practice, Stream Tools. Also ihr seht, es gibt schon eine ganze Menge. Better Songlist finde ich ganz gut. Und Beat Saber Update hole ich noch dazu. Und ich suche noch die Better Song Search. Multi und Beat Together machen wir auf jeden Fall. Better Song Search, da haben wir sie. Die ist mir wichtig. Und dann gibt es auch noch Clock. Wir tippen mal gerade in die Clock. Da findet er jetzt nichts mit. Schade. Aber das sollte ja erstmal reichen, um zu zeigen, wie es funktioniert. Die installiere ich jetzt auch noch gerade dazu. Und dann gehen wir danach nochmal rein und gucken, ob das funktioniert hat. Aber wie gesagt, da bin ich sehr optimistisch. Ja, Mods wurden installiert und ich habe wieder an, dass ich das Ganze mit der Maus und Tastatur steuern kann. Wir starten das Ganze wieder und dann sind wir gespannt, ob es klappt. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Better Song Search. Ja. Das ist die, die ich gesucht habe. Hier kann man dann viel schöner auch nach bestimmten Songs suchen und so weiter und so fort. Also das ist eine angenehmere Sache. Ich kann jetzt auch in Beat Saber reingehen. Habe ich irgendwelche Favoriten? Da habe ich meine eigenen Custom Songs alle drin. Könnte ich jetzt auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal irgendwas gerade hier. So, damit ihr das seht. Aber da ich ja mit der Maus das Ganze mache. Ja, also ihr seht, es läuft. Ja. Fortfahren, zurück und wieder raus. Ja, also auf diesen einfachen Weg tatsächlich, also da vielen Dank an die Macher vom BS-Manager und vom Mod-Assistenten. Warum? Dass sie uns diese einfache Möglichkeit gegeben haben, so schnell Beat Saber auf dem PC zu modden. Noch kurz in den Mod-Assistenten mal rein. Und zwar, jetzt habe ich ja schon einmal mal gemoddet und würde jetzt gerne wieder auf die aktuelle Version hochziehen oder später wieder downgraden. Und wie gesagt, wenn ihr dann später wieder downgradet, dann müsst ihr das BSIPA vorher deinstallieren. Und das könnt ihr dann halt über den Mod-Assistenten unten in diesem Bereich machen, Optionen und dort dann die Entfernen-Taste drücken. Dasselbe gilt auch für die Mods. Wenn ihr höhere Mods installiert habt, also sagen wir, ihr wärt jetzt bei der 1.34 geblieben, hättet dort Mods installiert, die für diese Version schon freigegeben sind, sind aber noch nicht so viele, dann müsstet ihr, wenn ihr downgradet, vorher auch die Mods noch entfernen. Ja, damit wären wir auch im Grunde schon durch. Also so moddet ihr auf dem PC Beat Saber. Ich denke, das ist eine elegante Sache. Es ist einfacher, als es direkt auf der Quest 3 zu machen, mit viel weniger Schritten. Und ich denke, das war auch verständlich. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen, fürs Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Kommentar, über Abos freue ich mich auch. Und ich sage dann, ciao, ciao. We'll be right back.